So, Kinas, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die das letzte Laber-Video überlebt haben. Ja, in der letzten Hearthstone-Episode habe ich sehr, sehr viel gequatscht über meine Lieblingssportart, und zwar Windsurfen. Wen das interessiert, der kann da mal reingucken. Wie gesagt, letzte Woche habe ich meinen Surfschein nochmal gemacht. Ja, obwohl ich den eigentlich schon habe. Ich habe den damals 2000 gemacht. Und habe ihn jetzt quasi nochmal gemacht. Doppelt gemoppelt braucht man nicht. Ich hatte da Bock drauf. Auch um das nochmal zu wiederholen nach meiner langen Pause. Ah, natürlich easy peasy. Ja. Lieblingssportart. Super geil. Und damit beschäftige ich mich momentan natürlich sehr viel im Real Life. Neben allem anderen, was man so im Real Life hat. Ja. Spielt bei mir Windsurfen auch wieder eine sehr große Rolle, und dementsprechend bin ich einfach nicht zum Hearthstone aufnehmen gekommen, und von Heroes of the Storm hatte ich noch sehr, sehr viele Videos. Aber keine Sorge, Leute, ich habe nicht geplant aufzuhören, und mit Hearthstone schon mal gar nicht, ne? So geiles Game, definitiv höre ich hier nicht auf. Gibt nur immer wieder Phasen, wo ich mal ein, zwei Wochen nicht spielen kann. Und dann hoffe ich natürlich immer, dass ich sehr viel vorproduziert habe. War jetzt leider nicht der Fall. Und dementsprechend kam diese Lücke. Nochmal sorry. Und ja, was haben wir hier? Kampfschrei, Schamane, Ritter des Frostthrones. Das Licht sieht doch fast wieder nach meinem Schamanendeck aus. Tempo, Shadowbog. Ja, meine Zähne knietschen, meine Krallen kratzen. Machen wir so. Deck habe ich schon ein paar Mal vorgestellt. Ja, in dieser Season war ich sehr, sehr inaktiv. Tut mir leid, Leute. Ich denke, das wird auch wieder mehr werden. Bald ist ja Winter, dann ist die Windsurf-Saison sowieso mehr oder weniger vorbei. Und da ist wieder die richtige Zockersaison eingeleitet. Jo. Ah, Shadowwalk. Shadowwalk. Ja, wie immer drei Ründchen. Plus minus halbe Stunde, ihr kennt das ja. Golden Mage, der hat schon einige Games auf dem Buckel. Geil. Beste, was mir passieren konnte an Totem. Damit habe ich mir schon den ersten kleinen Vorteil erspielt. Oh, geil. Ah, ist natürlich super. Verzerrt die Bäume. Oh ja. Und die Party geht ab.
Sehr, sehr nice. Heldenfähigkeiten sind deaktiviert, interessant. Was ist da los? Boys. Sehr, sehr nice. Ich frage mich, was das für ein komischer Mage ist. Was ist das denn für ein komischer Mage? Könnt ihr mir das sagen? Ein Meteor. Wow. Das ist ja nicht zu glauben, nicht? Wow. Gewittersturm. Action. Meine Zähne quietschen, meine Krallen kratzen. Pilzbauer. Oh. Machen wir so.
Nice. Ja, zweischneidiges Schwert, wenn man so möchte. Aber ganz so bett sieht das gar nicht für mich aus. Oh, aua. Das ist natürlich jetzt könnte es problematisch werden. Ich muss, glaube ich, den gleich spielen. Weil ich nichts anderes. Oh. Ich muss. Meine Zähne quietschen. Meine Krallen kratzen. Oh nein. Oh no. Oh no. Oh no.
Frieda in Diener ein und füg benachbarten Dienern drei Schaden zu. Machen wir denn? Wir spielen den mit zweimal dem, oder? 6, 12, 18, 19. Ich weiß nicht, reicht das? Ich glaube knapp nicht. Um 25 oder 26 oder irgendwie sowas an Damage. Eieiei. Die Frage ist, kann er mich töten? Vielleicht gibt's ein Donnerwetter. Ah ja. Ich habe gehofft, ich könnte, hätte mich vielleicht verrechnet oder so. Weil ich hätte einen anderen Zauber gekriegt oder sowas. Wahrheit findet sich im Tod. Ja, das war's. Ja, war ein Fehler. Ich hätte Fröschchen versuchen sollen zu traden, aber. Ja. Happens. In erster Linie erstmal wieder schön die Dailies abarbeiten. Das ist immer wichtig für mich, wenn ich mal ein paar Tage nicht spielen kann und oder möchte. Zero Lata. Grüße. Grüße. Ich glaube, es ist besser, wenn man die Eier selber aufknackt. Das ist natürlich. Natürlich. Blöd. Dann brauche ich jetzt ein bisschen Glück. Dry. Oh, natürlich nicht. Eier gut. Wow. Zero Latte.
blöd. Sehr, sehr blöd für mich. Vielleicht mal im nächsten Zug den. Dann sind zwar meine Spots weg, aber Value, ne? Der morpht dann vier Dudes. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man machen. Was mich auf jeden Fall interessiert für die Zukunft ist, kann der noch angreifen, wenn ich den gemorpht habe? Und das probiere ich jetzt. Kann er nicht. Okay, geil. 4 Mana, 7. Boah, für 7 ist das eine extrem schlechte, deswegen mache ich die Motor. Oh. Unlucky, unlucky. Cube, oh no. Ja, da muss ein Fröschchen drauf, ganz klar. Das ist so ganz klar. Fröschchen, Gewittersturm. Die Kreatur. So, dann machen wir als nächstes schön den Bongo Vogel. Bongo Vogel. Come on, buddy. Here we go. Come on. Ach, mach doch jetzt was, Junge. Die Spur verblasst bei mir auch. Ja, ja. Weißt du, da überlege ich denn noch, wenn er solche Karten auf der Hand hat. Ist ja Wahnsinn! Und es gibt nice. Meine Zähne quietschen.
Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Okay. Wow. Wow! Nee, also irgendwie. Ja, für die Atzen haben wir, aber. Also irgendwie fluppt das nicht mehr mit dem Deck, ne? Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal gespielt habe, da bin ich so abgegangen, ne? Auf Rang 5, das weiß ich noch. Das ging richtig rund. Und danach war irgendwie. Ging nichts mehr. Ging richtig ab und danach hat es nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung wieso. Ich habe keine Ahnung. Leute. Vielleicht ist das Deck nicht mehr in der Meta. Gut möglich. Dass das Deck jetzt einfach nicht mehr so gut ist. Oder ich bin einfach nicht so gut mit dem Deck. Oder ich bin generell nicht so gut. Könnte auch sein. Ja, ich grüße dich. So, jetzt wird er eine Schlägerei spielen wollen. Denn er hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor Bloodlust. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC130. Gut gespielt. Danke. Okay. Just do it. Das gefällt mir nicht.
Verderb die Bäume. Wenn ich den spiele, töte ich mein eigenes Board, ne? Ah, never mind. Da ist es ja. Die Angst vor dem Bloodlust. Raus aus meinem Dschungel. Dunkle Geister, verderbt die Bäume, verpestet den See und verflucht dieses Land. Nee, es läuft nicht gut, Leute. Es läuft nicht gut. Sehr nice. Ja, ist natürlich blöd, dass ich den schon gespielt habe, aber ich muss irgendwas spielen und der entwaffnet ja dann auch noch mal, glaube ich. Genauso, den zu spielen ist auch total blöd. Läuft nicht, Freunde, es läuft nicht. Ich fresse einen Besen. Ich dreh durch. Läuft nicht gut, läuft echt nicht gut. Geil! So muss es sein.
Das gibt eine Schlägerei. Jede Wette. Goldit. Ja, war jetzt nicht so schwer zu erraten, aber. Das wäre geil gewesen. Wahrheit findet sich im Tode. Die Karte hier wäre natürlich mega Bombe gewesen. Geister Echo auf die alle. Aber. It is wie it is, ne? Very nice. Komm, ein Win wenigstens. Das wäre richtig schön. Im nächsten Zug können wir schönen Kampfrausch machen. Oder? Würde ich so sagen. Ich muss mich entscheiden.
Okay. Wow, das ist natürlich sehr nice. Elektra. Elektra ist sehr, sehr nice. Oh, doppelte Elektra. Very, very nice. Aber wen möchte ich verdoppeln? Möchte ich einen verdoppeln? Das war doof. Das war richtig doof von mir. Aber wieso ist das nicht aufgegangen? 7, 8, 9, 10, war ich noch überladen? Ja, ich war noch überladen. Ach, Boys, ich mache nur Anfängerfehler heute.
Aber morgen läuft's besser. Und morgen nehme ich auch ein bisschen Hearthstone auf. Das weiß ich schon. Und dann wird es besser. Donnerwetter! Golden und legendär. Very nice. Oh, Miss Liesel. Oh, Dreck. Nee, war nicht, oder? Doch. Das war's. Meine Karten sind alle. Ah, ich hatte erst überlegt, die zwei hoch zu buffen. Das wäre aber nicht genug gewesen. Ich habe auf Windzorn jetzt gar nicht geachtet. Blöd. Egal, Win ist Win, Freunde. Sieht gut aus.
Kinas, das sieht gar nicht so schlecht aus. Den habe ich auch. Gut gespielt. Ich habe keine Karten mehr. Es läuft nicht. Also ich bin echt nicht gut heute. Also das... Ah. Mist-Liesel-Katastrophen hier. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Endlich, wenigstens ein Win. Und die Daily fertig. Komm, komm, ich weiß, es war nicht gut, aber wollen ja auch nicht greedy werden. So, jetzt wird noch schöne Packung hier geholt. So. Da ist jetzt eine Legendäre drin. Schade. Aber es hat schon dreimal auf Ansage funktioniert. Diesmal leider nicht. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.